Hallöchen, ihr Banausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Be Happy. So, und ich habe mal ein bisschen was rausgefunden. Und zwar müssen wir ein Zepter bauen, damit wir 75 Wiss halten können in unserem Teil Dingenskirchen. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Ja, ich habe die Forschung auch schon gemacht. Ich bin jetzt gerade leider auf Gold am Warten. Ich habe eigentlich gedacht, man kann es mit den Goldcoins machen. Das funktioniert leider nicht. Den kann man leider nicht im Ofen packen, obwohl es eigentlich als Rezept angezeigt wird. Es geht aber nicht genauso wenig, wie ich die, wenn ich die hier einschmelze, dass ich die in die Ingelcast packen kann, geht auch nicht. Finde ich total kacke, aber ist leider so. Ich weiß auch nicht, warum der Scheiß nicht geht, muss ich ehrlich sagen. Finde ich ganz schön frech. Aber gut, dann ist es halt so. Da müssen wir jetzt leider auf Gold-Nuggets warten. Wir haben jetzt gerade 8. Wir brauchen insgesamt 15. Wir könnten auch nicht leider die in klein machen. Geht leider auch nicht. Warum auch? Das heißt, wir müssen leider jetzt gerade ein bisschen warten. Ah, wir haben schon wieder 2. Guck mal, jetzt haben wir schon 10. Jetzt haben wir so 2 Caps im Prinzip. Wir brauchen nämlich insgesamt ein paar mehr. Wir müssen noch das Zepter bauen. Den Wand-Core. Wand-Core müssen wir noch bauen, natürlich. Ist ja auch kein Problem. Nein, das war Blödsinn, oder? Ah ne, ist doch richtig. Den können wir auch schon bauen. Great Wood Core. Dann müssen wir nämlich auch... Ah ne, die Caps müssen wir erst haben. Können ja noch schon 2 bauen, wenn wir wollen. Da sind sie. 1, 2. Wir brauchen 3 insgesamt dafür. Und dann müssen wir den erstmal aufladen. Das wird natürlich auch wieder ekelhaft. Entschuldigung, muss mal kurz husten. Ich hatte auch schon einen zweiten Primal Charm gebaut dafür. Den braucht man mir auch. Und dann heißt das halt, wie gesagt, aufladen. So, wir bauen schon mal, wenn wir schon mal dabei sind. Graphit hatten wir, glaube ich, schon gemacht. Achso. 16 Stück brauchen wir schon für die eine Quest. So, die haben wir dann nämlich schon mal. Ja, oder auch nicht, weil wir brauchen nur noch Glas. Warum auch nicht? Obwohl, das ist ja einfach. Nämlich 8. So, dankeschön. Dankeschön, 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 danke. So. Weg mit dir. So. Jetzt geht der Booster aber los hier. So, die Quest haben wir auch schon fertig. Guck mal, 84% schon. Läuft. Läuft bei uns. Eigentlich nicht, aber gut. Wie hießen die Diamandi? Wie baut man die überhaupt? Diamandi. Wie macht man die? Aurig und Austere. Aurig ist natürlich doof. Austere ist recht. Ich glaube, Austere haben wir gar nicht mehr. Höchst unwahrscheinlich. Doch, haben wir wohl. Cool. Cool, da können wir sogar schon eine Diamandi machen. Das ist ja geil. Denn wir haben hier genug drin. Gib mir mal eine. Komm, verzieh dich. Auf Wiedersehen. So, Mutatron. Mutatron hat keine Dinger mehr. Ist ärgerlich. Haben wir noch Labware? Können wir, oder besser, können wir welche bauen? Ist viel wichtiger. Ja, sehr gut. Die sollen erstmal reichen. So, Austere mit einer Aurik gibt eine Diamandi. Diamandi brauchen wir für das ganz andere Gemüse hier. So, wir machen jetzt mal wieder unsere Sachen hier rein. Wheaton dauert noch ein bisschen. Damp könnte fest fertig sein. Obwohl Wheaton, ey, boah, was wir da kriegen momentan. Ja. Guck mal, fast 800 schon. Das ist doch geil. So, die Bovine, die schmeißen wir mal kurz wieder raus hier. Ja, ich weiß, man müsste die in den Genetik-Dingenskirchen 2 beide reinkloppen, damit das nicht passiert, aber habe jetzt keine Lust zu, da wir sowieso schon so ziemlich Richtung Ende gehen hier. Reicht das eigentlich? Dripping haben wir auch schon fast fett, oder? Wie viel braucht man eigentlich nochmal von den Sachen? For the Breeding. Was brauchen wir denn da nochmal? 1024, Dripping ist fertig. Geil. Dripping ist fertig.
Wisst ihr, was ich immer hasse, wie die Pest? Dieses. Warte, jetzt müssen wir aber erstmal hier Select Task und da drauf. Genau, Dripping Comps. Und hier bitteschön. Kriegst jetzt da rein. Nicht Royal Jelly. Mann. So. Mensch, du. Dripping. So. Dann haben wir die nämlich schon fertig. Geil. Die nächste große Quest fertig. Dripping Comps. Haben wir dann fertig. Das heißt, wir können eigentlich die dann auch aufhören. Was haben wir denn noch? Damp. Haben wir, glaube ich, noch nicht. Mundane auch auf jeden Fall noch nicht. Das weiß ich. Hatten wir sonst irgendwelche gerade hier? Jetzt gehen sie aber los mit Angelorium, wa? Hammer. Ich weiß, was ich machen kann. Ich kann hier auf jeden Fall die schon mal reinkloppen. So, wir hauen die Sachen auch schon mal rein. Dems haben wir leider noch nicht ganz fertig. Ach, das Stringy, die haben wir ja auch noch hier. Richtig, und Pollencluster. Ach ne, ich kann die noch nicht rausholen. Weil wir Royal Jelly noch brauchen. Stimmt. Stimmt. Dann hauen wir die raus. Drauf geschissen. Die scheiß Comps, die hau ich jetzt weg, weil die braucht keiner. Oder brauchen wir nicht. Die Rockies. Weg mit dir. So. Iron ist okay, aber die anderen, naja. Packen wir mal rein, so. Gold. Haben wir jetzt genug Gold? Haben wir nicht? Haben wir ja? Nein, vielleicht. Vier, einen brauchen wir noch. Einen brauchen wir noch. So, da haben wir dann als nächstes die Diamandi rein. Gib mir mal einen. Genau, so. Ich könnte da hinten mal die Sachen nochmal nachgucken hier. Da ist nichts drin. Da haben wir wieder was. Willst du einen, immerhin. Da ist auch nichts drin. Was sagt die Elviary? Die Elviary sagt, warum Mundane? Ach ne, du kannst mal hier bleiben. Haben wir noch Platz? Wow, doch so viel. Krass. Dann machen wir halt so. So. Du nicht. Du nicht nehmen Kerze. So. Da kommen ja die Transmuting raus eigentlich, aber gerade jetzt mal nicht. Okay. Da haben wir nämlich 300 erst von. Damp ist als Stringy und Damp werden die nächsten sein wahrscheinlich. Wheaton wird auch dann bald sein. Simmering müssen wir noch machen. Auf jeden Fall. Und unsere Quest ist fertig. Wir nehmen uns einfach die Dinger. Warum nicht? Drauf geschissen. Tesseract braucht auch gerade keiner. So. So, guck mal. Haben wir schon zwei von den dicken Quests fertig. Drei sogar schon. Drei? Ach ja, drei sind fertig. Stringy, wie gesagt. Damp kommt als nächste. Wheaton wird auch bald kommen. Pollencluster, ja gut, 300, da müssen wir auf jeden Fall mehr von machen. Da kommen wir nicht drum rum. Leider. So, und da kommt unsere Diamandi rein. So, mit ein paar Rusties. Hier ist noch Platz. So, dankeschön. So, jetzt gucken wir mal, ob wir Goldcaps haben. Oder Gold jetzt wieder. Komm, ein Gold brauche ich, Kumpel. Was ist denn los mit dir? Ein verkacktes Nugget noch. Ja, ich warte mal, ich werde mal hier kurz die Eisendinger mitnehmen. So ein Stack. Auf jeden Fall schon mal. Werde ich schon mal da reinkloppen, weil wir brauchen auf jeden Fall mehr Eisen für die ganzen Dingenskirchen hier. Hier für die Reaktorsachen.
Ja, das dauert noch ewig. Ah, da kriegen wir schon Diamond Shots, cool. Wie viel brauchen wir? Ich glaube 8 oder so, ne? 9, okay. Da geht ja noch, das ist jetzt auch nicht so teuer. Es geht. Es hält sich alles in Grenzen. Da ist unser letztes Nugget. Was wir brauchen für unser letztes Cap. Und dann wollen wir mal hier ein schönes Zepter bauen. Na. Danke. So. So war es, glaube ich. Dann so und da das Ding, ne? Genau. Und da haben wir ein Greatwood Zepter. So. Capacity 75 hat er jetzt. Das sollte dann eigentlich gehen. So, dann wollen wir Zepter mal aufladen. Die Frage, was ich natürlich mal gerne wissen würde, kann man ein Wand eigentlich entchargen und dann wieder auf einen anderen draufpacken? Das weiß ich gar nicht. So, mach die mal weg. So, der saugt da ein bisschen. Wie gesagt, 75, das ist natürlich eine Menge, die wir jetzt brauchen. Werden damit. Aber 75 haben wir dann auf jeden Fall. Und dann haben wir im Prinzip das Silverwood-Dingen dann bald fertig. Ja. Und ich muss sagen, die Diamond-Charts hier, die gehen aber ganz schön schnell hier. Muss ich ja mal sagen. So, der ist hier schön am fleißig am Brutzeln. Wir können uns mal die Lorium-Sachen schon mal einsammeln. Die werden nämlich als nächstes da reingehauen. So, und immer 9 Stück schon mal wieder. Hat ja was. So. Natürlich wird da definitiv was fehlen, das weiß ich jetzt schon. Ja, Ordo natürlich, Perditio fehlt, Aqua fehlt. Ja, alles so Sachen. Schade, das geht nicht. da müssen wir leider ein bisschen knüppeln zwischendurch. Komm her, du. Ja, leider müssen wir dazwischendurch dann die Monsterfarm ein bisschen begnügen. So leid es mir tut, aber ist halt so. Wir brauchen ja auch nur etwas über 50. Stringy wäre geil. Da brauchen wir nicht mehr viel von. Stringy. Ah, 2 noch. 2 noch, dann hätten wir Stringy auch fertig. Das ist ja schon mal was. Dann hätten wir 2 von den dicken Quests schon fertig. Das wäre doch mal echt cool. Das geht ja voran hier. Guck mal, da sind auch schon 2 nur noch. Dann ist das auch schon fertig. Ja gut, hier ist halt nur das Royal Jelly eigentlich noch wichtig. Da brauchen wir aber auch noch über fast 500 von. Pollencluster mal gar nicht drüber sprechen. Aber da müssen wir halt dann mehr Bienen dann machen, wenn wir da wirklich die restlichen Sachen noch voll fertig machen wollen, auf jeden Fall. Guck mal, da haben wir direkt schon wieder ein Ilorium-Ding. Cool. Schon 10. Immerhin. So, wir müssen, wie gesagt, zwischendurch immer mal die Monster knüppeln, damit wir hier Wiss kriegen. Schnauze. Sehr gut. Haben wir auf jeden Fall schon wieder was gekriegt hier. Gut, die EPs kümmere ich mal kreuzweise. Was? Hast du jetzt gegrunzt da drin? Ist ja nicht wahr. Komm her, du. Schmock. Und da ist wieder was gepinkt. Sehr gut. Ja, läuft gut mit der Skies. Das funktioniert auf jeden Fall richtig gut. Komm, jetzt gib mir noch 2 von den Stringy-Dinger, denn du Stück, du. So, die sind auch fertig. Ach ja. Dauert alles ein bisschen jetzt. Leider. Da war nichts mehr. Schade. Oh, da, guck mal. Boah, da ist aber los jetzt. Tötet sie alle! Sehr gut. Einmal da durchrennen. Warum nicht?
Ah, Glück gehabt. Ja, es füllt sich so langsam alles. Muss man ja sagen. Komm her, du. Da war Petitio, glaube ich, gerade. Da kommt, da klingelt es die ganze Zeit. Das ist ein Enderman, oder? Ne. Sah nur so aus. Ja, Ordo fehlt jetzt aber noch ohne Ende. Leider. Da ist ein Creeper gespawnt. Stirb. Stirb. Dann wär... So. Ja, läuft eigentlich. Wie gesagt, Ordo wird wahrscheinlich ein Riesenproblem. Aber das müssen wir dann halt abwarten, dass wir das hin, dass das dann voll wird. Das dauert halt ein bisschen jetzt. Er hat keinen Bock auf sich Zügen, ist er, da gibt's gar nicht. So, du kannst in die Lorium kommst, damit mal reinkloppen. Wir machen mal 16 Eisen. So. Ah, Diamond Shards sind fertig. Sehr gut. Gut. Dann kommen wir hier rein. Warum nicht? Müssen wir die jetzt einfach nur 9 Stück zusammen? Ah ja. Gut. Ah, dann können wir die eigentlich auch drin lassen. Warum nicht? Ist ja eigentlich jetzt nicht so Schlimmes. So, aber wir kommen voran auf jeden Fall. Denn wir haben jetzt schon 86%. Ja. Obwohl. Da kommt noch irgendwas. Da muss noch irgendwas kommen. Weil wir kriegen 2%. Das sind halt eigentlich noch 7 Quests. Wir haben jetzt noch 3 offen gerade. Das heißt, wir kommen noch 4 im Prinzip. Die Frage ist, können wir die schon bauen? Da muss ich mal gucken. Baugeil 3 haben wir rausgekriegt. Ich breche ins Essen. Noch niemals ein. Wir brauchen, glaube ich, 2 mehr, ne? Wir gucken mal kurz. Reaktor. Wir brauchen 2 Control Rods. 1, 2. Das kriegen wir hin. Das ist okay. Und dann brauchen wir die Fuel Rods, ne? Ich glaube 4, ne? Oder? Ja, da sind 4. 1, 2. Ja, und da war kein Ilorium mehr. Tja. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch 2 Ilorium dafür schon mal. Definitiv. Schon mal. Und wir haben gerade gar... Doch, wir haben hier wieder 2. Aber wir kriegen maximal nur einen raus. Ein Stingy. Einer fehlt noch. Einer fehlt noch, Freunde. Wie? Ja, geh immer geradeaus, haben wir immer gesagt, wenn er dann im Chat kam. Immer geradeaus. Wie. So, Freunde. Spinne, Enderman. Alles killen hier. Ups. Da liegt doch noch was. Gib das her. Verdammt. Mach das ganz. Sau cool. Ach so, ja toll. Warte. So. So, Entschuldigung, ich muss mal wieder husten. Aber ich würde sagen, ich beende die Folge jetzt erstmal wieder.
Und wie immer würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde. Be happy. Tschüssingen.